Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal mit eurem Brocken, meine geliebte Community. Ja, New World ist gerade mal 2 Wochen draußen und die Spieler lassen schon ihren Frust darüber wieder stark aus, dass es in New World einfach keine Mounts gibt. Viele sagen halt einfach, es dauert einfach zu lange von A nach B zu gehen und ebenfalls auch das Teleportieren per Schnellreise ist ja nicht immer möglich. Man muss wieder zu den Schreinen hinlaufen und sich dann von A nach B teleportieren etc. Und das ist einfach ein zu großer Zeitaufwand für viele Spieler, deswegen lassen sie einfach ihre Wut darüber aus und wünschen sich eigentlich Mounts. New World hat aber schon bestätigt, Mounts sollen einfach nicht ins Spiel kommen. Darum hat sich nun ein anderer Spieler eine Idee einfallen lassen und gesagt, okay, wenn ihr schon keine Mounts in das Spiel reinbringen möchtet, liebe Entwickler, dann versucht doch einfach mal die Idee umzusetzen, die ich habe. Und zwar geht es nämlich darum, dass wenn wir uns auf den normalen Straßen in New World bewegen und nicht im Kampf sind und unsere Waffen nicht gezogen haben, dass wir einen Speedbuff bekommen sollen und uns dann dort wenigstens schneller bewegen können. Um wie viel Prozent, wollte ich hier nicht gesagt, aber zumindest, dass das Bewegungstempo auf den Straßen dann angehoben werden soll, dass man so wenigstens dann die Mounts ausgleichen soll. Viele Leute in der Community finden daran positiven Anklang und sagen, das wäre eine sehr gute Idee, dass man einfach dort dann schneller sich auf den Straßen einfach bewegen kann, um von A nach B natürlich zu kommen. Genauso findet es aber auch negativen Anklang. Viele Leute sagen einfach, genau dadurch, wenn sowas kommen sollte, wäre dann das große Problem, dass viele Leute halt einfach gar nicht mehr die hübsche Welt betrachten, also abseits der Straßen laufen werden und dort dann ihre Erze, Kräuter etc. pp. Einfach sammeln werden, sondern halt einfach nur noch auf den Straßen von A nach B rushen werden. Und das, was die World halt einfach natürlich ausmacht, das ganze Sammeln von den Berufen und natürlich auch das Betrachten der wunderschönen Open World, würde damit auf jeden Fall sehr unter Leiden. Nun ist aber auch eure Meinung gefragt. Wie seht ihr das Ganze? Würdet ihr sagen, hey, ja, ich finde es gut, das wäre eine geile Idee, wenn die Entwickler die Straßen so machen würden, dass man dort vielleicht, was weiß ich, 5%, 10% schneller laufen kann? Oder sagt ihr eher, nee, das wäre halt absoluter Bullshit. Ich würde das Ganze auf jeden Fall nicht begrüßen. Eure Meinung ist mir dahingegen einfach mal wichtig. Wie seht ihr das Ganze? Würdet ihr es begrüßen? Ja oder nein? Schreibt es mir auf jeden Fall mal unten in die Kommentare rein. Dann können wir darüber gemeinsam einfach mal ein bisschen diskutieren. Ansonsten, wenn das kurze Informationsvideo diesbezüglich dazu euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, dann weiß ich das. Denn Support ist kein Mord und jedes Däumchen ist ein Schäumchen und bringt diesen Kanal hier einfach ein bisschen weiter voran, empfiehlt ihn dadurch automatisch anderen Leuten. Und das erfreut natürlich mich ganz klar. Ansonsten, wenn ihr immer auf dem Laufenden sein wollt, rund um New World, heißt es Tipps, Tricks und Guides oder auch Livestreams. Die finden aktuell mehr auf Twitch statt als auf YouTube. Wenn ihr sagt, ja, da möchte ich auch vielleicht gerne einfach mal reinschauen, dürft ihr das gerne tun. Der Twitch-Link dazu befindet sich unten in der Videobeschreibung. Ansonsten sind wir aber auch noch regelmäßig hier ein paar Tage immer in der Woche auch noch auf YouTube live. Auch da dürft ihr gerne in den Livestream einfach reinkommen, Fragen stellen, wenn ihr diese habt. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten, hier oben rechts könnt ihr auf kostenloser, freier Basis natürlich ein Abo dalassen. Würde mich ebenfalls sehr freuen. Ansonsten, bleibt gesund, bleibt munter. Ich bin raus, haut da rein, Brocken.